Liebe Freunde, Paulus sagt zum 1. Thessalonicher: Ihr seid nun nicht traurig, weil ihr eine Hoffnung habt. Deshalb seid ihr nicht wie die Weltlosen, die Weltmenschen, die keine Hoffnung haben, sondern weil wir wissen, was uns im Himmel erwartet, diese himmlische Herrlichkeit, haben wir Hoffnung und Freude. Und in diese Freude stehe ich. Ach, bald darf ich ihm schauen, den Heiland Jesus Christus, der mich erlöst hat. Ich gehöre zu den glücklichsten Menschen dieser Welt. Ich möchte euch dort alle wiedersehen. Alle, die ihr da seid. Und ihr trauert, aber ich bin schon in größter Freude. Ihr seht meinen Leichnam. Aber ich bin schon am Hochzeitstisch. Ich werde begraben. Aber ich kriege einen himmlischen Körper, der viel besser ist. Ach, schaut darauf. Und tut alle eure Werke in diesem Sinne für den Himmel. Bald müssen wir dahin. Und wir wollen nicht dastehen ohne Gaben, ohne Werke, sondern wir wollen bringen etwas zu seinem Lob, zu seiner Ehre. Und dazu rufe ich euch auch auf. Lebt jeden Tag so, wie wenn er der Letzte ist. Bereitet euch für den Himmel, für die Ewigkeit. Danke, Herr Jesus. Du bist mein Erlöser, zu dir komme ich. Euch auf Wiedersehen.